So, und es ist gut, dass Gwendolyn die Tür jetzt auch geknackt bekommen hat. Denn wir können nicht immer wieder Talana missbrauchen für die Astralenergie. In dieser Nische liegen 4 Fackeln. Wollte sie mitnehmen? Nein. Denn ihre Astralenergie werden wir bestimmt noch gebrauchen hier. Am Boden der Ostwand befindet sich ein Loch von vielleicht 4 Spannen Durchmesser. Dahinter führt ein Schacht steil, aber nicht senkrecht in eine bodenlose Schwärze. Wollte den Schacht hinunterklettern. Also wir haben Seile dabei, sogar auch 1-2 Kletterhaken. Das müsste also machbar sein. Aber ich will nicht in irgendeinen Schacht runterklettern, bevor ich nicht hier die Etage erstmal genauer angeschaut habe. Und da haben wir noch eine Tür. Hier führt ein Schacht in bodenlose Tiefen. Von unten ist ein seltsames Gurgeln zu hören. Okay. Also wenn wir dann gleich den anderen Schacht nehmen, werden wir zu diesem Gurgeln vordringen. Aber sonst ist es hier echt totenstill. Keine Banditen, kein anderes Getier. So, da ist es eingestürzt. Vielleicht können wir hier in den Schacht runter und dann von unten irgendwie in den Bereich hier kommen. Aber gucken wir erstmal, was da unten ist. Das war die falsche Nische. Das war doch hier, oder? Ah, hier. Wollt ihr den Schacht hinunterklettern? Ja. Um angeseilt zu klettern, bräuchtet ihr sicherlich 50 Schritt Seil. Oh, wie viel Schritt Seil haben wir denn? Uns nach einem Seil umsehen. Derek hat doch ein Seil. Oh, Derek hat kein Seil. Wo ist das Seil abgeblieben? Wir hatten noch garantiert... Ah. Ein Seil. Aber es steht nicht, wie viel Schritt so ein Seil hat. Vielleicht muss einfach nur der mit dem Seil in erster Reihe stehen? Oder wir brauchen mehr Seil. Ohne ein Seil darunter zu klettern, wäre bestimmt keine gute Idee. Obwohl, wir haben immer noch Talana. Denn ich habe jetzt herausgefunden, es gibt den Zauber Penetritzel. Damit kann man durch Wände hindurch gucken. Und dann könnten wir uns auch hin teleportieren. Das heißt, im Notfall müssten wir einfach nur genug Astralenergie investieren, um wieder rauszukommen. Ja, das macht das Ganze schon wesentlich einfacher. Also, wir klettern den Schacht hinunter ohne Seil. Oh. Talana gleitet an einer schleimbeschmierten Wandstelle aus und stürzt in die Tiefe. Ja, wo gleitet aus einer schleimbeschmierten Wandstelle aus und stürzt in die Tiefe? Autsch. Na gut, wenigstens sind sie nicht gestorben. Hier führt ein steiler Schacht nach oben, weiter als das Licht eurer Fackeln reicht. Es sieht aus, als könne man zwar von oben hier herunterklettern, jedoch nicht umgekehrt. Ja. Gut, es gibt wenigstens einen Ausgang. Oh, 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 Untote? Okay. Das verheißt nichts Gutes. Gerugon Randa. Ziel ist nicht erreichbar. Ja, ist ein wenig... Oh, mit Tastatur geht's wirklich einfacher. Also da geht's nicht durch. Da ist Gwendolyn im Weg, da ist Tirik im Weg. Er muss abwarten. Gwendolyn kann da einmal rumlaufen. Und sie könnte sich dahinter stellen und reinschießen. Ja, das ist ein guter Plan. Gucken wir, wie viel so ein Skelett aushält. Du machst erstmal nichts. Und du gehst dahin. Du wartest auch ab und du hämmerst weiter drauf. Und du schießt mit einem Bogen auf ein Skelett und hinter dem Skelett steht Tirik. Das ist eigentlich keine so gute Idee, oder? Schauen wir mal. Oh. Na gut, so viel dazu. Und wirklich viel hielt es auch nicht aus. Also es ist natürlich eine interessante Erfahrung, zum ersten Mal gegen Untote zu kämpfen. Aber sie sind machbar. Und was haben wir jetzt hier? In der Nische könnt ihr die verweste Leiche eines Zwerges erkennen.
Was er an Ausrüstung dabei hatte, ist sicherlich nicht mehr zu gebrauchen, da selbst sein Kettenhemd in Auflösung begriffen ist. Was man trotz des Verfalls jedoch erkennen kann, ist der Ausdruck unbeschreiblichen Entsetzens auf dem Rest seines Gesichts. Ugh. Okay. Eine verschlossene Tür, die bewahren wir uns auf. Erstmal alle Gänge abgehen. Auf einer Länge von mehreren Schritt ist hier die Decke eingestürzt. Es sieht jedoch so aus, als hätte sich gleichzeitig auf der Boden abgesenkt und mit Wasser gefüllt. Es mag sein, dass ihr unter dem Hindernis hindurchtauchen könntet. Wollt ihr das versuchen? Nein, noch nicht. Aber wir merken uns mal die Stelle auf der Karte. Also hier könnten wir wohl irgendwo durchtauchen. Und alle unsere Helden sind ja schon einigermaßen gut in Schwimmen. Also wäre das wohl machbar. Aber das machen wir erst später. Oh, noch ein Skelett. Du wartest ab. Du stürmst vor. Erwo sowieso. Du machst nichts. Du wartest auch ab. Und du läufst... Oh, nur noch 3 Bewegungspunkte über. Das müssen wir gleich ändern bei Gwendern, die sich stark überladen. So, du ran da. Ab. Nicht Werte prüfen, abwarten. Du läufst einfach mal weg und dann machen wir gleich wieder einen Computerkampf an. So, abwarten. Computerkampf, keine Magie. Und schon stürmt die Elfe vor. Und wechselt die Waffe bestimmt. Na gut. So schlimm ist das nicht. Ich muss einfach nur dran denken, dass Myrim einen Säbel in der Hand hat und keinen Langbogen fürs nächste Mal. Ein Schwert. Wollen wir uns das an uns nehmen? Schwerter sind ein bisschen was wert. Aber wir sind so schon ziemlich überladen. Na gut. Zuallererst jetzt aber Gwendolyn. Hat 9 Essen. Da schmeißen wir mal 5 von weg. Und schon ist sie nicht mehr überladen. Sehr schön. Sonst ist alles in Ordnung. Na jo, wer hat das Schwert bekommen? Gerogon hat sein Ersatzschwert. Manu? Dann halt nicht. So, hier haben wir eine offene Tür und ein weiterer Gang. Es ist ja sehr verwinkelt hier. Hier liegt ein Ring am Boden. Wollt ihr ihn mitnehmen? Ja, sehr gerne. Ringe sind immer gut. Wir haben ja schon einen. Da. Der erhöhte die Magieresistenz, als wenn man ihn hier anlegte. Was macht der Blaue? Ich sehe keine Veränderung bei den Werten. Also geben wir das mal Talana. Und probieren jetzt nochmal den Zauber von vorhin aus. Also, Talana, Hellsicht oder Arcanum. Talana, Hellsicht oder Arcanum. Boah, seht da 5 Punkte drin. Das müsste eigentlich doch reichen. Hellsicht oder Arcanum. Und zwar auf den Ring. Der Ring ist nicht magisch. Schade. Das ist kurios. Also ist er wohl zum Verkaufen gedacht. Oder ihr Zauber ist auf eine andere Art misslungen. Also es stand zwar nicht misslungen da, aber vielleicht hat sie einfach das falsch gemacht. Na gut. Quellen denn vor. Tür auf. Und weiter umschauen. Diese Etage ist ziemlich groß. Also da kamen wir runter. Hier können wir noch runtertauchen. Und da sind noch Türen, die wir gar nicht angetoucht haben. Oh, und 2 Skelette. Ah, es wird langsam gefährlicher. Das war schon mal ein guter Treffer. Du stellst dich da einen Weg. Und bei Myrim müssen wir jetzt gleich dran denken, den Bogen zu nehmen in die Hand. Abwarten. Du gehst direkt davor. Und Erwo wird sich dann bestimmt gleich irgendwo einen Weg stellen.
So, du gehst dahin. Waffe wechseln, Langbogen und nicht genug Bewegungspunkte über. Schade. Du machst nix. Ja, schon ist der Weg verbaut. Na gut, Computerkampf, keine Magie. Auch wenn er gleich alle in den Nahkampf gehen wird. Nein, sie benutzt ihren Bogen, sehr schön. Ah, dafür geht Talana im Nahkampf und stellt sich in den Weg. Ach ja. So, einer weg. Und der andere müsste auch gleich umfallen. Jetzt müssen wir uns hier drin nur noch weiter umschauen, denn irgendwoher müssen die Skelette ja kommen. Also vielleicht so eine Art Nekromant. Oder ein magisches Artefakt. So, Schwerter. Kann sie nicht tragen. Er ist auch überladen. Was ist mit Ervo? Ervo ist nicht überladen. Schön, schön. Über euch könnt ihr einen Spalt in der Decke erkennen und auch einen kühlen Luftzug verspüren. Wollt ihr den Spalt verbreitern und versuchen, die Klammerhöhle zu verlassen? Nein. Also zum einen könnt ihr die ganze Decke einstürzen, wir würden sterben. Denn keiner von uns ist wirklich der Architekt und weiß, wie hier das Ganze aufgebaut ist. Außerdem haben wir noch ein bisschen was zu erforschen. Das heißt, die nächste Tür war hier rum. Ne, hier war ein Gang. Hier ist der Gang eingestürzt. An ein Weiterkommen ist nicht zu denken. Okay. Bleibt noch die Tür da unten, die eventuell in den Bereich führt, wo wir auch hinschwimmen könnten. Das heißt, ich gucke mir erstmal die Tür da an. Die Tür. Nanu? Die war ja offen. Noch ein Einsturz. Ich hätte schwören können, die Türen wären am Anfang verschlossen gewesen. Oh, zwei weitere Skelette. Dann machen wir gleich Computerkampf. Ja, okay, ich hätte vielleicht Talana vorher weglaufen lassen sollen. Aber das kriegen wir auch so schon hin. Und Tirik als letzter Mann. Ja, es hat schon Nachteile, so kurze Beine zu haben. Und alle anderen haben sich vorgedrängelt. Sogar Elfen und Zauberer. Komm schon, Tirik. Ran da, bevor der Letzte auch noch umfällt. Kein Schlag hat er landen können. Armer Kerl. So, da oben geht's weiter. In dieser Nische liegt eine Hacke. Wollt ihr sie mitnehmen? Nein, danke. Ich glaube, wir haben schon zwei. Also Tirik hat eine und Ervo. Die Hacke wollen wir immer noch nicht mitnehmen. Und hier ist noch ein Einsturz. Also geht es nur noch hier durch Schwimmen weiter oder da durch die Tür? Ich denke mal, das Schwimmen ist dafür gedacht, dass wir irgendetwas Gefährliches umgehen können. Aber ich bin zu neugierig, was hinter der Tür ist. Also machen wir einfach mal auf. Der Raum ist hüfttief mit brackigem Wasser gefüllt. Von der Decke und den Wänden hängende faserige Leuchtschwämme. Es riecht nach Moder. Irgendetwas Schleimiges greift nach Gwendolins Fuß. Ihr schlagt und stecht wild auf das Wasser ein, bis sich nichts mehr rührt. Im Schein eurer Fackeln könnt ihr die Abdrücke mehrerer Saugnäpfe auf Gwendolins Hose erkennen. Das war knapp. Uch, okay, raus hier. Das war dann vielleicht das gurgelnde Geräusch, was wir von oben gehört haben. Aber da ist auch kein Weiterkommen. Also müssen wir da durchtauchen. Ah, ist echt gefährlich. Wir sind jetzt in den Schacht runtergerutscht, den wir nicht mehr hochkommen. Und kommen nur wieder raus, indem wir durch einen anderen Schacht schwimmen diesmal. Na gut, speichern wir ab. Und danach schwimmen wir da durch. Spielstand, speichern, LP 31. Und wir sehen uns gleich wieder.